Guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Groll, lieber Herr Turner, lieber Hermann Gröhe, stellvertretend für alle hier im Saal und an den Bildschirmen anwesenden Gäste. Ich begrüße Sie alle herzlich zur Verleihung des Deutschen Lokaljournalistenpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung, der in diesem Jahr zum 40. Mal vergeben wird. Dass wir ausgerechnet dieses Jubiläum in einem kleineren Rahmen begehen müssen, als wir uns das seit vielen Jahren längst zur schönen Gewohnheit gemacht haben, ist schade, soll aber die Freude über diese bemerkenswerte Tradition nicht trüben, zumal sich dieser Jubiläumspreis beinahe unauffällig einreiht in andere, zweifellos auffälligere politische Jubiläen. Vor wenigen Tagen haben wir an den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit erinnert, auch die Adenauer Stiftung, wie sich das gehört. Und in der übernächsten Woche werden wir den 70. Gründungsparteitag der CDU Deutschlands würdigen. Zwei Ereignisse, die übrigens bei genauem Hinsehen auch in einem nicht nur zufälligen terminlichen Zusammenhang zueinander stehen. Die Bedeutung von historischen Jahrestagen und die relative Haltbarkeit von Institutionen lässt sich auch mit Blick auf das heutige Datum schön illustrieren. Am 7. Oktober 1949, also heute auf den Tag genau vor 71 Jahren, hat die Provisorische Volkskammer in Ost-Berlin die Verfassung der DDR in Kraft gesetzt und damit die Gründung eines zweiten deutschen Staates vollzogen. Und genau 25 Jahre später, am 7. Oktober 1974, wird in der geänderten Verfassung der DDR auf Beschluss der Volkskammer das Ziel der Vereinigung beider deutscher Staaten aufgegeben. Der Begriff Deutschland und deutsche Nation kommt im Verfassungstext nicht mehr vor. Der 40. Geburtstag der DDR war zugleich ihr letzter. Inzwischen kommt der Begriff nicht nur wieder vor, sondern die begrifflich überwundene deutsche Teilung ist politisch vollzogen. Und was beinahe ähnlich beruhigend ist, auch Lokalzeitungen gibt es immer noch. Es hat sie lange vorher gegeben und sie werden ganz sicher nicht nur mit Blick auf unseren Preis auch diese Jubiläumsschwelle überschreiten. Es gibt in Deutschland, wie die meisten von Ihnen ohnehin wissen, viele Medienpreise. Manche meinen gar, es gäbe inzwischen zu viele. Jedenfalls ist der Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht irgendeiner unter diesen vielen, sondern ein ganz besonderer, sowohl mit Blick auf seine Adressaten als auch mit Blick auf die inzwischen beachtliche 40-jährige Tradition. Und die diesjährigen Preisträger, die die Vorsitzende der Jury nachher im Einzelnen würdigen wird, stehen beispielhaft für einen Lokaljournalismus, der sich gesellschaftlich relevanten Themen intensiv widmet und aufklärerisch darstellt. Wenn wir uns mit Medien im Allgemeinen, Printmedien im Besonderen, und unter den Printmedien mit der Situation der Lokalzeitungen etwas näher beschäftigen, dann lässt sich schon auf einen ersten flüchtigen Blick schwerlich übersehen, dass in genau den 40 Jahren, auf die wir heute zurückblicken, es in kaum einem anderen Bereich weitreichendere und auch nicht abgeschlossene Veränderungen gegeben hat als gerade im Medienbereich. Veränderungen, die im Übrigen nicht nur die Medien selbst betreffen, sondern die auch heftige Wirkungen auf die Politik, auf die Urteilsbildung in unserem Land haben, aber auf die Strukturen und auf die Wirkungsmöglichkeiten der vertrauten
wie der damals noch gar nicht vorhandenen neuen Medien eine unvorstellbare Wirkung gehabt haben. Seit vielen Jahren werden in Deutschland Regionalzeitungen geschrumpft, verkauft, fusioniert, wiederverkauft, weiter geschrumpft, erneut mit anderen zusammengeschlossen. Allein die Anzahl der Tageszeitungen in publizistischen Einheiten gerechnet, hat sich seit Beginn der 1950er Jahre bis heute ziemlich genau halbiert. Gab es damals noch 225 Tageszeitungen, gibt es jetzt noch gerade mal 114. Und mit Blick auf Stückzahlen und Auflagen und Umsatzzahlen ist der Befund sehr ähnlich. Allein in den letzten 25 Jahren ist die verkaufte Gesamtauflage deutscher Tages- und Sonntagszeitungen um fast die Hälfte auf jetzt weniger als 14,9 Millionen Exemplare gesunken, während umgekehrt elektronische Angebote, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, als wir aus anderen Gründen diesen Lokaljournalistenpreis gegründet haben, nicht nur steigende Nutzerzahlen, sondern teilweise auch erstaunliche ökonomische Erfolge melden. Die Gewinne mancher digitaler Plattformen, insbesondere solcher, deren Geschäftsmodelle weniger auf Information und mehr auf Emotion setzen, haben sich umgekehrt proportional entwickelt. Was die Entwicklungen und die damit verbundenen Herausforderungen in besonderer Weise illustriert, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. So wenig wie ich mir eine Zukunft des Mediensystems ohne Printmedien vorstellen kann, jedenfalls will. Ich vermute mal, dass es manchen ähnlich geht. So wenig lässt sich die Zukunft der Printmedien ohne die gewaltigen Veränderungen in ihrem Umfeld vorstellen und weiterentwickeln, die längst stattgefunden haben und sich in vielfältiger Weise ja auch wechselseitig beeinflussen. Deswegen sind wir als Adenauer Stiftung natürlich, wenn wir aus guten Gründen uns gerade um den Lokaljournalismus gekümmert haben, immer nicht nur an Lokalzeitungen, nicht nur an Printmedien interessiert gewesen, sondern an der Entwicklung des Mediensystems im Ganzen und seiner zentralen Bedeutung für die politische Urteils- und Willensbildung in unserem Land. Und das ist auch der Grund, weswegen wir immer mal wieder, nicht nur in Jubiläumsjahren, Gäste eingeladen haben mit der Bitte, ihre Wahrnehmung der Entwicklung des Mediensystems und deren direkte und indirekte Wirkungen auch und gerade auf die Lokalzeitungen zum Gegenstand einer eigenen Betrachtung bei unseren Preisverleihungen zu machen. Das sollte in diesem Jahr eigentlich Peter Frey, der Chefredakteur des ZDF, tun, der nachweislich kein Lokaljournalist ist und der nicht wegen Corona, sondern wegen einer kurzfristigen Augenoperation nicht nach Berlin kommen konnte. Und deswegen freue ich mich besonders und bin ihm auch besonders dankbar, dass Sebastian Turner unsere sehr kurzfristige Anfrage positiv beschieden hat. Nicht als Ersatzmann einzuspringen, sondern als jemand, der die beiden Welten und das, was sich da rumherum abspielt, aus besonders intensiver eigener Beschäftigung kennt. Er ist analog und digital unterwegs gewesen als Herausgeber und Verleger einer wichtigen Tageszeitung, erkennt das Elektronische wie das Printgeschäft und hat sich mit dem, was es da an Erfahrungen gab und welche Schlussfolgerungen man daraus für die Zukunft vielleicht ziehen könnte und sollte, immer wieder in einer auffälligen, teilweise auch preisgekrönten Weise auseinandergesetzt. Deswegen besonders herzlichen Dank, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben. Im Übrigen als prompte erste praktische Aufgabe nach Ihrer Wahl in die Mitgliederversammlung der Konrad-Adenauer-Stiftung, was ich bei dieser Gelegenheit vielleicht auch erwähnen darf. Ja, durch unser heutiges, auch aus den bekannten Gründen etwas
geballtes Programm wird Miriam Hollstein führen, die ich herzlich begrüße und bei der ich mich auch bedanken möchte, dass sie diese Aufgabe übernommen hat. Und nun wünsche ich uns einen interessanten, die Bedeutung des Lokaljournalismus bestätigenden und gleichzeitig für Herausforderungen sensibilisierenden Abend. Ja, vielen Dank, Herr Professor Lammert. Und auch von meiner Seite aus noch mal ein herzliches Willkommen, auch besonders an die Zuschauer und Zuschauerinnen, die uns im Livestream zugeschaltet sind. Ich werde Sie heute ein bisschen durch den Abend begleiten. Und ich möchte damit beginnen, dass ich zwei Personengruppen begrüße, ohne die dieser Abend nicht stattfinden würde und auch keinen Sinn machen würde. Die Preisträgerinnen und Preisträger, die teils von weit her angereist sind. Und dann die Menschen, die sich durch Hunderte von Bewerbungen gepflügt haben. Und die Jury-Sitzungen sind geheim, aber eine sichere Quelle hat mir verraten, dass wieder sehr gerungen wurde, wer den ersten Preis und wer die ersten Preise verdient hat. Die Jurymitglieder, das ist zum einen Heike Greul, die leitende Redakteurin in der Chefredaktion der Volksstimme in Magdeburg. Sie ist Sprecherin der Jury. Herzlich willkommen. Hans-Josef Vogel, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Arnsberg. Es ist Peter Pauls, Chefautor des Kölner Stadtanzeigers. Vielleicht können Sie ein kurzes Handzeichen geben mit der Maske. Sie tragen keine Maske mehr, aber da hinten. Das ist Dr. Jochen Blind, der Pressesprecher der Konrad-Adenauer-Stiftung und in einem früheren Leben auch selbst Journalist. Und im Livestream zugeschaltet Herr Dr. Joost Lübben, Chefredakteur der Westfalenpost und der Westfälischen Rundschau. Und Anton Saarländer, früher stellvertretender Chefredakteur der Mainpost in Würzburg und selbst ein Preisträger des Lokaljournalistenpreises. Heute nicht dabei sein kann leider Inken Boyens, die Verlegerin des Medienhauses Boyens und außerdem Vizevorsitzende des Verbands Deutscher Lokalzeitung. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für Ihre ehrenamtliche Mühe und dass Sie uns geholfen haben, die besten Lokaljournalisten des Jahres zu identifizieren. Was ist Lokaljournalismus und was macht ihn aus? Wir haben schon ein bisschen was gehört und wir werden im Laufe des Abends noch viel dazu hören. Ich möchte aber eine ganz praktische Definition noch hinzufügen. Lokaljournalismus ist das Fundament fast aller journalistischen Karrieren. Denn egal, wo es die Leute am Ende hin verschlägt, ob Berlin oder in die Länder, ob sie sich mit Wissenschaft, mit Politik oder mit Kunst und Kultur beschäftigen. Sie haben alle mal angefangen mit einer freien Mitarbeit oder mit einem Volontariat bei der Heimatzeitung. Und es ist auch deswegen so gut und so wichtig, nicht weil man dort das Konzept des Lokaljournalismus begreifen lernt und das Konzept des Journalismus, sondern weil man auch lernt, wie sonst nirgendwo, welche Folgen die eigenen Artikel haben, im Guten wie im Negativen. Und diese Unmittelbarkeit, die führt dazu, dass ich die These wagen würde, dass der Lokaljournalismus und seine Ehrung durch die Konrad-Adenauer-Stiftung vielleicht nie wichtiger ist als in diesen Zeiten, in denen die Demokratie ja nicht nur in Gefahr, sondern richtig, also in Gefahr und richtig bedroht ist. Und wer könnte da besser diese Brücke wieder schlagen als die Lokaljournalisten? Sie kennen ja das Pass-pro-Tote-Prinzip, was man bei einigen Berufen hat. Kennst du einen, kennst du alle. Die Ärzte werden wahrgenommen durch den Hausarzt, bei dem man vielleicht mal eine schwierige Diagnose erhalten hat. Die Kirche wird wahrgenommen durch den Pfarrer oder die Pfarrerin, die vielleicht bei der Beerdigung der Großtante etwas unsensibel aufgetreten ist. Und Journalismus, auch wir hier in Berlin, werden wahrgenommen durch Sie da draußen, durch Ihren Umgang mit den Gesprächspartnern, durch Ihre Recherche und durch die Hartnäckigkeit, mit der Sie den Kommunalverantwortlichen auf die Finger schauen. Und deswegen finde ich es großartig, dass wir so tolle Botschafterinnen und Botschafter für dieses Metier heute hier haben. Und ich freue mich besonders, jetzt jemanden anzukündigen als Festredner. Sein Name ist schon gefallen, der den Journalismus aus allen möglichen Perspektiven kennt, aus der Mikro- und der Makroperspektive von innen und von außen. Er hat schon als Jugendlicher eine Stadtschülerzeitung gegründet und weil er so viel Gefallen am Gründen gefunden hat, kam dann noch viel mehr, unter anderem auch die Fachzeitschrift Medium Magazin. Er hat später viel für Zeitungen geschrieben und nicht nur das, sondern er hat auch Kampagnen über Zeitungen gemacht. Er ist dafür verantwortlich, dass hinter der FAZ
auch optisch werbewirksam kluge Köpfe nicht ohnehin in der Redaktion steckten. Er hat eine Rettungskampagne für die Taz entworfen. Und wer ist hier aus Baden-Württemberg angereist heute? Sie, auch Sie kennen eine Kampagne, da können Sie sich hinterher beschweren oder ihm gratulieren. Ist zwar nicht über eine Zeitung, sondern über Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch. Er ist 2018 zum Medienmanager des Jahres gewählt worden und ist inzwischen Herausgeber des Tagesspiegel, wo er dafür sorgt, dass durch innovative Formate wie ein Newsletter namens Checkpoint, den Sie wahrscheinlich kennen, oder andere Formate wie die Rubrik Agenda, sozusagen dieser Bogen geschlagen wird zwischen dem Blick aufs große Ganze und dieser lokalen Verankerung. Und er hat auch dafür gesorgt, dass der Tagesspiegel sehr gut die digitale Transformation mitgehen konnte. Und er hat gesagt, der Lokaljournalismus ist ein Medium, was den Laden zusammenhält. Und was er sonst noch über den Lokaljournalismus sagt, das hören wir uns jetzt an. Herzlich willkommen, Professor Sebastian Thurner. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich hätte ja gerne diese Festrede begonnen, damit, dass mich der Anruf, Sie zu halten, in einem Lokal erreicht hätte. Es war aber ein Supermarkt. Es war also Montag kurz nach 7 und ich schiebe den Einkaufswagen gerade vorbei an den Sonderangeboten. Da meldet sich mein Telefon. Das ist üblicherweise der Augenblick, wo Nachbestellungen eintreffen, vergiss dies und jenes nicht. So war es auch, nur die Nachbestellung war in diesem Fall nicht von der Familie, sondern von der Konrad-Adenauer-Stiftung und es wurde eine Rede nachbestellt. Wenn einem heute als Mann angeboten wird, eine Rede zu halten, dann weiß man, der Veranstalter ist in höchster Verzweiflung. Alle interessanten Frauen haben abgesagt. Und jetzt sind die Männer dran und es stellt sich ein mitmenschliches oder man kann sogar sagen mitmännliches Gefühl, Mitgefühl ein. Man sagt sich auch, auf normalem Weg kommt so eine Einladung nicht zustande. Jetzt heißt es wie bei den Sonderangeboten nicht nachdenken, sondern zugreifen. Ich freue mich, dass ich hier zu Ihnen mit dem gebotenen Abstand sprechen darf. Und da wir über hervorragenden Lokaljournalismus sprechen, dürfen Sie von dieser Rede wenigstens eines erwarten, nämlich dass sie die Grundprinzipien des Lokaljournalismus einigermaßen versucht einzuhalten. Das heißt Nähe zum Publikum. Auf der Höhe der Haushaltsreiniger im Geschäft ist mir die Liste der Zusagen heute Abend zugeleitet worden. Und ich kann Ihnen also sagen, Sie wissen es natürlich, Sie sind 4 Gruppen hier. Es sind die Journalisten von Regionalzeitungen und Lokalzeitungen, Lokalausgaben. Es sind Journalistenausbilder und Journalistenförderer. Es sind Medienpolitiker, Mitglied des Bundestages und es sind Medienfachjournalisten. 4 Gruppen. Deswegen werden Sie das Thema jetzt aus 4 Perspektiven nach guter lokaljournalistischer Art vorgestellt bekommen. Ich fange an mit dem, was uns alle gemeinsam in diesem Dorf interessiert, nämlich was ändert sich gerade im Lokaljournalismus und warum? Was ist da eigentlich am Werk? Nun sind wir hier unter uns. Ich kann es also kurz und schmerzlos machen und direkt zum Geld kommen. 2 Faktoren haben eine ganz fatale Wirkung. Es sind 2, es gibt unendlich 4, aber diese 2 sorgen schon für sehr viel Kopfzerbrechen. Der eine Faktor wird immer genannt und der andere Faktor nie. Zu meiner Überraschung. Wenn ich es Ihnen jetzt gleich sage, werden Sie sagen, wo ist die Überraschung? Aber es wird trotzdem kaum genannt. Der erste Faktor ist natürlich die Digitalisierung. Und der zweite Faktor, der kaum diskutiert wird, ist die Konzentration im Handel. Das ist für die wirtschaftliche Seite der Zeitung fast noch relevanter als die Digitalisierung. Die schlägt am langen Ende zu, aber die Konzentration im Handel ist in der Kasse jetzt und schon vor 5 Jahren das wirkliche Drama. Diese beiden Faktoren haben die Regionalzeitung als Werbeträger praktisch niedergeschlagen.
Digitalisierung hat erst die Rubrikanzeigen und dann die Angebotsanzeigen verschlungen. Die Handelskonzentration hat die Anzahl der Werbetreibenden massiv reduziert und hohe Beiträge ins Fernsehen wandern lassen. Heute werden 3/4 aller Kaffeepackungen und Joghurtbecher von 5 Handelsgruppen verkauft. In alphabetischer Reihenfolge sind das Aldi, Edeka, Lidl, Metro und Rewe. Die machen 3/4 von allem aus, was man so kauft. Sie sind inzwischen alle bundesweit tätig. Sie brauchen deswegen keine regionale Differenzierung mehr. Und sie können aus der Regionalpresse mit ihren teuren, hohen Transaktionskosten ins Fernsehen gehen. Sie gehen nicht ins Internet. Ich hatte das Vergnügen, mal mit den Google-Leuten aus, ich glaube, Mountain View über die Eigenheiten dieses ganzen Bereiches zu sprechen. Und wir konnten uns auf eine Beobachtung einigen. Nobody ever googelt a Schnitzel. Die schnelllebigen Verbrauchsgüter werden nicht gegoogelt. Das Internet ist in vielem ein Problem für die Lokalzeitung, aber in der Handelswerbung nicht. Das macht die Konzentration, die den Zeitungen an anderer Stelle auch noch Sorgen macht, aber an dieser Stelle ganz besonders. Die Handelskonzerne, diese 5, gehen tatsächlich nicht aus Print raus, es sei denn ins Fernsehen, aber vor allen Dingen bleiben sie in Print, und zwar in den Handzettel. Einkauf aktuell ist ein direkter Anschlag des Bundesunternehmens Post auf die Medienvielfalt auf lokaler Ebene. Sie brauchen also vom Bundesfinanzministerium nicht unbedingt 200 Millionen in die Presseförderung gehen. Es würde schon reichen, dass Sie zum verantwortlichen Referenten für Bundesbeteiligung gehen und sagen, warum schlagt ihr eigentlich den Lokalzeitungen in die Kniekehlen rein mit einem Käseprodukt, das im Wesentlichen Plastik-Sondermüll darstellt. Das ist ein irrer Faktor. Der eine oder andere, den ich hier im Auge habe, sitzt im Bundestag, kann mit den betreffenden Leuten sich das mal, kann das mal durchgehen. Sie werden baff sein, was das für ein Faktor ist. Und alles, was die tun müssen, ist weniger Abfall. Diese beiden Faktoren haben die Kassen der Regionalzeitung in den letzten 20 Jahren praktisch verwüstet. Ich schätze, dass sie zwischen 1/4 und der Hälfte ihres Umsatzes dadurch verloren haben. Das sind irre Werte. Man ahnt, was da für Gewinne gemacht worden sein müssen, wenn man diesen Umsatzrückgang wegstecken kann. Waffenhandel war noch lukrativer, aber Zeitung zu besitzen war im Prinzip nicht eine Lebensversicherung, sondern, weiß nicht, eine Lebensversicherungsunternehmung zu besitzen. Das ist vorbei. Die Zahlen, die ich Ihnen nenne, sind Schätzungen. Es ist nicht einfach, verlässliche Zahlen zu bekommen. Ich bin beruhigt, dass Sie auch sich rangetastet haben. Und damit wäre ich jetzt bei der ersten der Gruppen, 2 gleich, den Medienpolitikern und den Medienfachjournalisten. Die einschlägigen Interessengruppen, und zwar sowohl die Verleger wie auch die Journalistenvereinigungen, haben sehr undeutliche Zahlen. Und das, obwohl sie klar denken können. Das hat einen Grund. Sie wollen nämlich keine Präzision in der Wahrnehmung haben. Aus meiner Sicht ist es ein guter Grund, jetzt von Seiten der Politik eine neutrale Medienstatistik anzustoßen. Sitzt hier einer im Publikum, versteckt hinter einer blauen Maske, farblich optimal abgestimmt mit den Sesseln, der in die gleiche Richtung denkt, auch ein Weißbuch in der Richtung angeregt hat, also eine umfassende Medienstatistik, die 2 Fragen nur beantwortet, viele andere mehr, aber 2, die ich eben nicht beantwortet bekommen habe, das wäre schon ganz interessant. Es gibt so viele Publizistikinstitute, dass sich sicher eines darunter finden wird, diese Zahlen zu ermitteln. Vielleicht kann man von den 200 Millionen Euro für die geplante Presseförderung auch 1 Promille abzweigen, um die Datenbasis feststellen zu lassen. Die beiden Zahlen, nach denen ich vergeblich suche, und zwar seit langer Zeit, sind folgende. Erstens, wie viele Menschen arbeiten im Lokaljournalismus in Deutschland? Die Zahl kriegen Sie nicht. Sie wird genauso sein, wie Sie das angenommen haben, nämlich rückläufig. Aber wie rückläufig? Warum wollen die Verlegerverbände diese Zahlen nicht ermitteln? Warum die Journalistenverbände? Ich gebe Ihnen gleich die Antwort.
Die zweite Frage, neben der Anzahl der Journalisten, die im Lokaljournalismus tätig sind, idealerweise in 10er Staffeln, 90, sonst hat man das Vergleichsproblem mit Ost- und Westdeutschland, also 90, 2000, 2010, 2020, schöne Zeitreihe, dann kann man wirklich die Entwicklung sehen. Das, was Sie angesprochen haben, im Prinzip von Beginn der Bundesrepublik-Gründung, ist nicht so problematisch, wie es sich anhört, weil dabei die Mantelredaktionen entstanden sind, die qualitativ keine Verschlechterung gebracht haben müssen. Im Gegenteil, zum Teil ist der Lokaljournalismus durch Lokalausgaben besser geworden. Also man muss genau hingucken, aber die Zahl der Leute, die Lokaljournalismus produzieren, wäre kein schlechter Indikator. Das würde auch zusammengelegte Redaktionen quantitativ abbilden. Die zweite Frage, die nicht beantwortet werden kann, wie viel Inhalt haben die denn produziert? Wie viele Artikel, wie viele Seiten? Und zwar ohne Agenturmeldung und ohne Anzeigen. Wenn Sie die Anzeigenumfänge der Zeitungen ermitteln, das kriegen Sie raus, dann haben Sie den total verzerrenden Effekt der Kleinanzeigen, die mal riesig waren, dann verschwunden sind. Die haben auf die ökonomische Seite eine enorme Auswirkung, auf die qualitative, inhaltliche Seite nur sehr indirekt, wenn überhaupt. Warum gibt es die Zahlen nicht? Die Verlegerverbände wollen die schleichende Erosion nicht an die große Glocke hängen. Aber warum auch die Journalistenverbände nicht? Die Journalistenverbände möchten nicht so laut darüber sprechen, dass große Teile ihrer Mitglieder mal unabhängige Journalisten waren, aber heute Öffentlichkeitsarbeiter sind, Kundenmagazine machen oder Anzeigenblätter. Auch deren Mitgliedsbeitrag wird diskriminierungsfrei gebraucht. Deswegen sagen die uns nicht, wie sich das zusammensetzt. Sie sagen einfach nur, wir haben viele Mitglieder. Man darf annehmen, dass Walter J. Schütz, Hens, weiß nicht, wie man da den Genitiv bildet, seliges Zählen der sogenannten publizistischen Einheiten heute eine Stabilität suggeriert, die in die Irre führt. Es sind die Häuser noch da, aber es ist viel weniger Produktion von viel weniger Leuten. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Medienpolitik. Europa hat uns vor 20 Jahren eine Regulierung gebracht, deretwegen heute zum Beispiel Mandatsträgerinnen auf die dreckigste Art beleidigt werden können, ohne dass dies zu Konsequenzen führt. Die Regulierung heißt Plattformprivileg. Sie ist mutiert zu einem Plattmachprivileg. Es wird hemmungslos missbraucht von den neuen Monopolen der sozialen Medien, die besser asoziale Medien heißen sollten. Das Plattformprivileg bedeutet, dass eine Plattform das Vorrecht hat, nicht dafür verantwortlich zu sein, was sie verbreitet. Ich will das mal an einem Beispiel, Sie haben meine Schülerzeitungszeit genannt, daher weiß ich es, da hat sich auch nichts geändert, über 40 Jahre. Als Beispiel, wenn ein Schüler in einer Schülerzeitung seinen 500 oder auch 1000 Mitschülern mitteilt, dass das Mensaessen nach Seife schmeckt und der Unterrichtsausfall eine gute Sache ist, auf die man nicht verzichten sollte, dann muss in dieser Schülerzeitung ein Impressum stehen, da muss ein presserechtlich Verantwortlicher stehen, die Druckerei mit Namen und einer zustellfähigen Adresse. Wenn der gleiche Jugendliche ein Enthauptungsvideo aus einem Religionskrieg nicht 500 Leuten schickt, sondern 5000 oder 50.000 auf einer sozialen Plattform, dann ist die einzige Verantwortung der Plattform, dass dann, wenn es einer meldet, sie es kassieren muss. Ich beleidige sie jetzt alle, wie es mir gerade recht ist, und nur wenn einer von ihnen mich anzeigt, muss ich mich überhaupt darum kümmern. Ansonsten bleibt es hier so im Raum. Das ist das Plattformprivileg. Vergleichen wir das mit den Spielregeln für Medien. Wir, die Medien, sind haftbar für alles, was wir veröffentlichen, auch alle Leserbriefe. Und wir müssen nicht nur löschen, was dummes Zeug ist, sondern wenn wir Fehler machen, müssen wir es auch korrigieren. Und wenn richtiger Schaden entstanden ist, sind wir auch schadenersatzpflichtig. Warum ist eigentlich die Zeitung in Waiblingen haftbar, wenn ein Weltkonzern nicht haftbar ist? Der Hinweis, es ist zu viel, ist absurd. Ein Mord können wir verfolgen, Massenmord geht nicht.
Wer würde das von einem Innenpolitiker, von einer Polizei als ernsthaftes Argument akzeptieren? Es ist doch genau umgekehrt. Wer besonders viel Schaden anrichtet, den muss man zuerst greifen. Das hat inzwischen sogar die Lokalpolitik in Neukölln begriffen. Deswegen haben jetzt die Clans, glaube ich, ziehen gerade um, was eine gute Nachricht ist, lokaljournalistisch und darüber hinaus. Zur Medienfreiheit gehört die Medienverantwortung. Das ist Presserecht. Absurderweise gilt das nicht für ein Medium wie zum Beispiel Facebook. Hier ist ein rechtsfreier Raum entstanden, der Freiheit und Verantwortung entkoppelt, mit allen Verwerfungen, die wir von Brasilien bis Brexit beobachten können. Es ist noch schlimmer. Hass lohnt sich. Hassbotschaften sind emotionaler, führen zu mehr Reaktion, Engagement, wie das heißt, und damit zu mehr Einnahmen. Je mehr ich sie jetzt aufwiegel, umso mehr habe ich in der Tasche. Ist das nicht absurd? Und dann sagt man, ja, das muss privilegiert werden. Dafür wollen sie nicht haften sollen. Eine absurde Situation, die dazu führt, liebe Medienpolitiker, dass sie das mal ändern sollten. Auch asoziale Medien sind Medien und sollten damit dem Presserecht unterliegen. Die Forderung ist denkbar einfach: Presserecht für alle Medien. Punkt. Wenn Sie das durchsetzen, ist der Spuk vorbei. Es ist dann einfach viel zu teuer, die paar Cent vom Hass abzukassieren gegen die Rechtsanwaltskosten, die Sie in die Knie zwingen. Also so einfach geht's. Ich habe mich als Nichtjurist damit nicht in der Tiefe beschäftigt, wie das ins Werk zu setzen ist, aber es ist möglicherweise sogar denkbar über Richterrecht, indem ein Richter feststellt, diese Plattformprivilegierung vergleicht Gleiches und ist deswegen Unrecht. In jedem Fall für die auslaufende Legislaturperiode, lieber Herr Gröhe, noch mal etwas, was Sie tun können, damit die nächste Wahl demokratisch und ohne zu viel Außeneinwirkung funktioniert. Einer der Gründe, warum wir in Deutschland noch nicht eine vergleichbar zerrüttete Öffentlichkeit haben, wie die Länder, in denen Fox und Facebook wüten, ist unsere immer noch relativ starke Lokalpresse. Sie hat einen erheblichen Wert fürs Gemeinwesen. Es gibt inzwischen leider auch in freiheitlichen Ländern wie den USA so große Gebiete ohne Lokaljournalismus, dass man inzwischen belastbare Studien anstellen kann im Vergleich über Kreise mit und ohne Lokaljournalismus. Diese Studien bringen eindeutig und durchgängig alarmierende Ergebnisse. Ohne Lokaljournalismus geht alles zurück, was uns wichtig ist. Vom Zusammenhalt über die Integrität von Institutionen oder andersrum, ohne Lokaljournalismus steigt die Korruption, und zwar auf Knopfdruck, bis hin zur Wahlbeteiligung. Also es gibt ein überragendes Interesse des Gemeinwesens an funktionierenden, unabhängigen Lokaljournalisten, so wie sie es sind und wofür sie ausgezeichnet werden. Ich wäre damit bei den hier zu begrüßenden und zu feiernden Journalisten. Die Hälfte aller Zusagen von Anwesenden hier stammt von Lokaljournalisten aus Brandenburg. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil aller brandenburgischer Journalisten hier im Raum ist. Herzlich willkommen. Passen Sie auf dem Heimweg gut auf sich auf. Sie werden zu Hause dringend gebraucht, jeder Einzelne. Die Krise des Lokaljournalismus ist älter als die vorhin genannte Werbekrise. Das ist für Journalisten eine unbequeme Erkenntnis. Sie können nämlich das Internet nicht für alles verantwortlich machen. Renate Köcher kann auf das Deprimierendste darlegen, dass die Zeitung seit den 80er Jahren, des letzten immerhin, nicht des vorletzten, des letzten Jahrhunderts, in kleinen Schritten den Bezug zu den jungen Lesern immer mehr verloren haben. Da war das World Wide Web noch gar nicht erfunden. Es fällt als einfache, billige Ausrede aus. Die Krise des Journalismus wird 40. Der Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung wird auch 40. Ich sehe einen Zusammenhang. Der Preis wird jedes Jahr relevanter.
so wie die Arbeit von Ihnen als Preisträger. Hier ist nicht der Raum, um alle Facetten des Problems aufzufächern. Aber eines möchte ich doch aufzeigen und komme zur letzten Gruppe, den Journalisten, Ausbildern und Förderern. In bester Absicht haben sich die Strukturen der Redaktion und der Bevölkerung in den letzten Jahren auseinanderentwickelt. Ich erinnere mich an eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik Mitte der 80er Jahre, lange her, in Eichstätt. Das ist hier für die Vertreter der Adenauer-Stiftung im Hans-Seidel-Land. Also, ich weiß nicht, ob das auf den Landkarten drauf ist, aber es gibt's. Neil Postman und sein Verschwinden der Kindheit war das Aushängeschild der Veranstaltung. Im Mittelpunkt aber stand die Forderung der Publizistikprofessoren nach der Akademisierung des Journalistenberufes. Das war natürlich vollkommen uneigennützig und falsch war es auch nicht. Es hat aber dazu geführt, dass Sie in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt nur dann ein Volontariat antreten dürfen, wenn Sie vorher ein Studium abgeschlossen haben. Ich verkneife mir alle Seitenhiebe auf politische Nachwuchshoffnungen, die in der Tagesschau alle Arten von Nachrichten produzieren dürfen, aber einen Nachrichtentext verfassen, das dürften sie nicht. Dieser HSA-Filter, Hochschulabschlussfilter, als Berufszugang bedeutet angesichts der unerfreulich hohen Akademiker-Selbstreproduktionsquote in Deutschland, dass die Lebenswelt großer Teile der Bevölkerung vielen Journalisten fremd sind. Das lobenswerte Ziel der Diversität hat in den Redaktionen tatsächlich eine Homogenität gefördert. Diversity in den Redaktionen heißt, am Ende bekommt den Job die Sozialwissenschaftlerin aus der Mittelschicht, ohne Fehl, ohne Tadel und ohne Migrationshintergrund. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn man vom Geschlecht mal absieht, bin ich ein Teil des Problems. Es gibt auch Leute, die sagen, das Geschlecht macht die Sache noch schlimmer. Also schauen Sie mich an, so sieht's Problem aus. Sie haben mir freundlicherweise die aktuelle Statistik der Adenauer-Stipendiaten in der journalistischen Nachwuchsförderung geschickt. Ich habe sie angeguckt. 2/3 der Stipendiaten sind weiblich. 4/5 sind aus den Sozial- und Kulturwissenschaften. 5/6 haben keinen Migrationshintergrund. Vor 40 Jahren, als dieser Preis gestiftet wurde und die Nachrüstungsdebatte tobte, Sie erinnern sich, die älteren Semester noch an den Satz, lieber rot als tot, da war ein Leitmotiv gar nicht so weniger junger Journalisten der rote Stern. Das hat sich geändert. Heute ist es der Genderstern. Das stellt einen erheblichen Fortschritt dar. Geschlechtergerechtigkeit ist ein wichtiges gesellschaftliches Ziel, aber auch wenn die Zeitungsspalten Gender-Stern-Hagel voll wären, sind die Zeitungen dadurch noch nicht gerettet. Die jungen Leute, die mit ihren digitalen Erfindungen das System der traditionellen Medien aushebeln, hatten das gar nicht vor. Die Gründer von Google und Facebook sind gar nicht angetreten, um Zeitungen anzugreifen. Es ist ihnen einfach passiert. Alles, was sie brauchten, war technisches Verständnis. Hier liegt ein weiteres fundamentales Strukturproblem. Die heutigen Macher von Zeitungen sind ganz überwiegend technikabgewandt. Ich sage nicht technikfeindlich. Sie haben einfach keine Ahnung und kein Interesse. Schauen wir uns nochmal die aktuelle Statistik der journalistischen Nachwuchsförderung der Adenauer-Stiftung an. 2% der Bewerber letztes Jahr, das heißt eine Person, 50 Bewerber, 2% eine Person war Ingenieur oder Ingenieurin. Er oder sie wurde vorsichtshalber nicht genommen. Alle Naturwissenschaften zusammen, inklusive Medizin und Landwirtschaft, machen etwa 1/10 aus. Die einzig gute Nachricht, die mir da einfällt, aus Gründen der Gerechtigkeit wurde auch der Jurabewerber rausgeprüft. Eine weitere Mangelgruppe sind die Wirtschaftswissenschaften. Da zeigt die Statistik der Adenauer Stiftung ein sehr interessantes Phänomen.
Sie hatten zuletzt, halten Sie sich fest, Sie hatten einen Bewerber und haben von diesem einen Bewerber drei aufgenommen. Sie haben sich nicht verhört. Diese Tabelleninformation hört sich an wie ein fröhlicher Spätausläufer der Mengenlehre. Sie wissen, dass wenn in einem Raum einer drin ist und vier gehen raus, dann müssen drei wieder reinkommen, damit der Raum leer ist. Diese drei Ökonomen, die haben Sie offensichtlich bei sich in die Statistik geholt. Auch Sie werden den Qualitätsjournalismus nicht retten. Der ernste Befund heißt, der Journalismus wird herausgefordert durch neue Technologien und neue Geschäftsmodelle. Dem begegnen wir praktischerweise wie die Bundeswehr ohne funktionierende Waffen, ohne Ingenieure und ohne Kaufleute. Den einen Ingenieur haben Sie auch noch rausgeprüft. Ich meine, so schlimm kann der oder Sie eigentlich gar nicht gewesen sein, dass Sie nicht das Experiment wagen. Es ist viel einfacher, jemandem, der Physik studiert hat, Journalismus beizubringen, als einem Journalisten Physik. So wie es Physikerinnen leichter ist, Politik beizubringen, als Politikern Physik. In diesem Kreis mögen Sie denken, an wen Sie möchten. Liebe Ausbilder, nehmen Sie gezielt Ingenieure und Computer Scientists, auch wenn die sich erstmal mit krummer Sprache hervortun, und machen Sie sich an deren kommunikative Resozialisierung. Und wenn Sie keine Ingenieure oder Kaufleute bekommen, dann ertüchtigen Sie wenigstens die Sozial- und Kulturwissenschaftler, an denen es nicht mangelt, in Technik und Wirtschaft. Es dürfen auch ruhig ein paar Gründerkurse dabei herauskommen. Wer sagt denn, dass nur Verlage, die vor Jahrzehnten gegründet wurden, Qualitätsjournalismus hervorbringen können? Ein Teil der Lösung kann auch eine neue Mediengründerzeit sein. Auch hier kann man etwas von den 200 Millionen Euro ausgeben, ohne die Unabhängigkeit der Presse anzugreifen. Die Institute für Publizistik und Journalistik sind oft so museal wie die alten Zeitungsjahrgänge, die sie auswerten. Die Universität der Künste in Berlin startet gerade mit der TU Berlin, mit der Technischen Universität Berlin, gemeinsam einen neuen Studiengang Computational Design. Vergleichbares kann es an jeder Universität und in jeder Journalistenförderung geben. Warum setzt sich die Adenauer-Stiftung nicht heute zu ihrem 40. Geburtstag des Lokaljournalistenpreises das Ziel, künftig Journalisten mit technischem und ökonomischem Verständnis hervorzubringen? Ich freue mich darauf, in 40 Jahren wieder ganz kurzfristig eingeladen zu werden und dann mit Ihnen einen weiteren wichtigen Impuls der Adenauer-Stiftung für freie, demokratische und unabhängige Medien zu feiern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Turner, für ein paar unbequeme Wahrheiten über den Journalismus und ein paar Thesen, über die man vermutlich noch einen ganzen Abend streiten könnte. Das müssen wir auch von anders vertagen. In Anbetracht der Tatsache, dass hier hervorragende Journalisten und Journalisten sitzen, würde ich fast vorschlagen, Sie loben hinterher noch einen kleinen Preis dafür aus, wer als erstes die Zahl der Lokaljournalisten und Lokaljournalistinnen in Deutschland herausfindet. Und der kann es Ihnen dann zum Beispiel über Twitter mitteilen. Was halten Sie davon? So, wir wünschen Ihnen außerdem alles Gute. Wir haben ja vor wenigen Tagen erfahren, dass Sie schon wieder im Aufbruch sind zu neuen Projekten. Ich habe den Begriff Extremunternehmer für Sie mal gehört und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also wir sind sehr gespannt. Zurück zum Lokaljournalistenpreis. 40 Jahre, das ist auch eine Möglichkeit, mal drauf zu gucken, welche Themen denn im Laufe der Zeit so den Zeitgeist interessiert haben, welche Themen es nach oben gespült hat und wieder davon gespült hat. Und auch, was denn eigentlich der Namensgeber Konrad Adenauer über die Medien sagt. Wie Sie wissen, war er nicht nur der erste Bundeskanzler, sondern er war auch mal Oberbürgermeister von Köln. Er hat also auch den Blick sowohl von der kommunalen Ebene als auch von der bundespolitischen. Und dazu hat die Konrad-Adenauer-Stiftung einen kleinen Einspieler erstellt und den werden wir uns jetzt anschauen. Film ab. 40 Jahre Deutscher Lokaljournalistenpreis. 14.000 Einsendungen, 120 Sieger, ein Gewinner, guter Lokaljournalismus. Hm? Hm?
Vor allem in den Anfangsjahren wurden Redaktionskonzepte ausgezeichnet, die die Leser mit einbeziehen. Mobile Redaktionen, die auf die Dörfer und in die Stadtteile fuhren, Foren und andere Leserveranstaltungen. Ebenso waren immer wieder Erklär- und Servicekonzepte preiswürdig. Hintergrundberichte zu Kommunalpolitik, zu Wahlen, Verbraucherserien. Damit haben die Redaktionen Standards gesetzt, die heute in nahezu allen Häusern üblich sind. In den 80er Jahren haben Redaktionen ihren Horizont erweitert und nationale Themen heruntergebrochen. Karriere machten die Themenbereiche Arbeitslosigkeit und Armut, Ausländer und Minderheiten sowie Umwelt- und Naturschutz. In den 90er Jahren entdeckten Redaktionen historische Themen. Geschichte wird lokal aufbereitet, vor allem an Jahrestagen. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Mehr und mehr die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Seit den 2000ern halten vermehrt gesellschaftliche Themen Einzug in die Lokalteile. Vor allem der demografische Wandel beschäftigt die Redaktionen, ebenso Gesundheit und Heimat. In den letzten 10 Jahren greifen die Redaktionen verstärkt den großen Bereich der Lebenshilfe auf. Alter und Pflege, Patientenverfügungen und Pflegestufen, Demenz und Betreuung, Schule und Kindergarten. Mehr und mehr machen sich Redaktionen zum Anwalt der Leser, nehmen ihr Wächteramt wahr, bieten Service, Tests und Beratung in Alltagsfragen. Vor allem gibt es einen Trend zum investigativen Journalismus. Redaktionen bringen unangenehme Dinge ans Licht der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren werden mehr Skandalthemen ausgezeichnet. Guter Lokaljournalismus ist ein Garant für den Erhalt der demokratischen Grundordnung in unserer Gesellschaft. Er ist Aufklärer, Mahner und Korrektiv zugleich. Der Deutsche Lokaljournalistenpreis hat den Lokaljournalismus viel, viel besser gemacht. Niemand ist näher dran an den Sorgen, Wünschen und Hoffnungen der Leser als Lokalredaktionen. Sie bilden nicht nur Lebenswirklichkeiten aus der Nachbarschaft ab, sie gestalten mit, bieten Foren und moderieren Prozesse. Guter Lokaljournalismus braucht Bodenhaftung und eine Antenne für das, was die Region bewegt. Die Presse sollte ihrer Tradition treu bleiben und sich auf die volle Entfaltung ihrer großen Möglichkeiten besinnen, das Wesentliche, die Essenz aus der ungeheuren Flut der Aktualitäten auszuwählen und zu verarbeiten und dadurch einer gesunden Urteilsbildung zu dienen. Ja, vielen Dank an den Regisseur Philipp Faug, der diesen Film produziert hat. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich verblüfft, wie aktuell das Zitat von Konrad Adenauer wirkt. Man könnte fast meinen, dass er von den sozialen Netzwerken spricht, wenn er von der ungeheuren Flut von Aktualitäten, ich zitiere, spricht. Und auch wenn er an die Presse appelliert, dass das Ziel sein sollte, eine gesunde Urteilsbildung zu fördern, dann erscheint einem das in Corona-Zeiten, in denen die Fake News und Verschwörungstheorien blühen, erstrebenswerter denn je. Jetzt aber genug zur Theorie und jetzt wollen wir in medias res gehen, nämlich zu den Gewinnern des Deutschen Lokaljournalistenpreises. Es waren über 360 Bewerbungen. Wie ist da die Jury zu ihrer Entscheidung gekommen? Das kann uns gleich die Juryvorsitzende Heike Gröll erzählen, die auch verschiedene Perspektiven auf den Lokaljournalismus hat. Sie hat einst ein Volontariat bei den Lüdenscheider Nachrichten gemacht und zwar in Kombination mit einem Studium an einer Universität, die, was Journalismus betrifft, einen Ruf wie Donnerhall hat, nämlich die Universität Dortmund. Später war sie auch leitende Redakteurin bei der Drehscheibe, einer Initiative, die meisten von Ihnen bestimmt kennen, die das Ziel hat, Exzellenz im Lokaljournalismus zu fördern. Und natürlich hat sie auch in ihrer aktuellen Tätigkeit viele Anknüpfungspunkte. Frau Gröll, wir sind gespannt. Es
Sehr geehrte Damen und Herren, die Umstände dieser Preisverleihung sind außergewöhnlich wie vieles in diesem Jahr. Quasi über Nacht ist das Berufs- und Privatleben von uns allen auf den Kopf gestellt worden. Auch Journalistinnen und Journalisten stehen vor ethischen, sozialen und ökonomischen Fragen, die sich in den seltensten Fällen schnell und eindeutig beantworten lassen. Ja, sehr oft in den vergangenen Monaten lautete die seriöseste Aussage: Wir wissen es nicht oder wir lagen falsch. Kommunizieren auf Basis von Unsicherheit und Zweifel, eingestehen, dass, was gestern galt, heute schon durch bessere Argumente widerlegt ist, für die meisten Menschen ist das schwer auszuhalten. Wir verlangen nach Klarheit und Orientierung. In Krisenzeiten wächst die große Verantwortung von Journalistinnen und Journalisten noch einmal ein gewaltiges Stück. Gerade Lokaljournalisten, die unmittelbar den Menschen begegnen, über und für die sie berichten, wissen nicht erst seit Corona, wie konstruktiv oder verheerend sich ihre Arbeit auswirken kann. Es macht die Sache nicht einfacher, dass seriöse Journalisten beim Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums in harter Konkurrenz mit all den Vereinfachern und Polarisierern stehen. Insbesondere die privatwirtschaftlich organisierte Medienbranche steht vor großen ökonomischen Herausforderungen. In der Krise hat sich der Druck noch verstärkt. Das riesige Bedürfnis nach Information hat zwar zeitweilig die Auflagen und Reichweiten ins Plus steigen lassen, die Bereitschaft für journalistische Information zu zahlen ist jedoch nicht dauerhaft mitgestiegen. Ohne gesicherte Ressourcen und Strukturen aber ist hochwertiger Lokaljournalismus nur schwer bis gar nicht möglich. Wohlgemerkt, wir reden hier nicht über ein Luxusprodukt. Journalismus ist, um das unschöne Wort zu bemühen, systemrelevant. Eine Demokratie ohne Journalismus nicht lebensfähig. In Krisen bestätigt sich das nachdrücklich. Nicht allein, weil Journalisten Informationen beschaffen und veröffentlichen, das tun andere auch, bisweilen mit viel Getöse und Geschrei. Es geht um das Wie. Denn dies ist der entscheidende Unterschied zwischen Interessensvertretern in eigener Sache und professionellen Journalisten. Erstere dürfen einseitig ihre Sicht der Dinge verbreiten, Motive und Kontexte bewusst verschweigen oder ausschließlich zu ihren Gunsten benennen. Das ist ihr gutes Recht. Letztere legen offen, wer was sagt, was Fakten und was Meinungen sind, was belegt werden kann und was nicht. Das ist ihre oberste Pflicht. Gute Journalisten sind nicht schlauer als ihre Leserinnen und Leser. Doch sie verfügen über professionelles Werkzeug, mit dessen Hilfe sie ihr Publikum durch einen bisweilen verwirrenden Wust an Informationen lotsen und es in die Lage versetzen, sich eigene Urteile zu bilden. Das ist in den letzten Jahren, wir wissen das alle, schwieriger geworden. Widerspruch auszuhalten und dem Gegenüber bei allen Meinungsunterschieden mit Respekt zu begegnen, empfindet mancher als unerträgliche Zumutung. Umso wichtiger ist es, beharrlich Position zu beziehen für die differenzierte Auseinandersetzung und gegen einfache Scheinlösungen. Unter den 362 Einsendungen zum Lokaljournalistenpreis 2019 hat die Jury viele gute und sehr gute Arbeiten gesehen. Sie werden diesem hohen Anspruch an modernen Lokaljournalismus mehr als gerecht. Relevante Themen, investigative Recherche, Einbeziehung des Publikums, klare Orientierung, innovative Umsetzungsformen in Print, digitalen und sozialen Medien. Den vier Preisträgern, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, sei versichert, sie haben sich gegen extrem harte Konkurrenz durchgesetzt. Kooperationen zwischen Redaktionen und Medienhäusern sind seit einigen Jahren ein zunehmend wichtiges Thema auch im Lokaljournalismus. Große Recherchen etwa sind heute in der Regel das Ergebnis von Teamarbeit. So auch beim Projekt des dritten Preisträgers, das schon lange vor Corona wissenschaftliche und regionale Kompetenz zu einem meisterhaft umgesetzten Vorbild für investigativen Lokaljournalismus verbunden hat. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist Mittelbaden zur Kulisse eines der größten Umweltskandale der Bundesrepublik geworden, mit fast 1000 Hektar belasteten Ackerflächen und Gift im Grundwasser. Das komplexe Thema ist für Außenstehende und auf Anhieb nur schwer zugänglich. Die Redakteure Julia Weller und Markus Pölking und die freie Journalistin Patricia Klatt haben unvoreingenommen, unabhängig und mit großer Sachkenntnis recherchiert.
In Ihrem Print- und Online-Dossier für die badischen neuesten Nachrichten stellen Sie umfassend dar, welche Auswirkungen das Gift für die Region hat und warum die Schuldfrage schwer zu klären ist. Zudem machen Sie deutlich, warum die Tragweite des Falles weit über Mittelbaden hinausreicht. Den Journalisten gelingt es, ihre akribische und detailreiche Recherche anschaulich und nachvollziehbar aufzubereiten. Eine gelungene Vereinigung von Wissenschafts- und Lokaljournalismus. Für die investigative Recherche »Das Gift in uns, der PFC-Skandal in Mittelbaden« in den badischen neuesten Nachrichten geht der dritte Preis an Julia Weller, Markus Pölking und Patricia Klatt. Die Urkunde nimmt Julia Weller entgegen. Hier hinstellen. Ein bisschen in die Mitte, damit wir uns auch im Livestream. Haben Sie Ihre Kollegen mitgebracht? Herr Pölking, ist Herr Pölking im Publikum? Hallo, herzlich willkommen. Und wir müssen jetzt, glaube ich, wenn Frau Klatt im Livestream zuschaut, müssen wir einmal in die Kamera winken, weil Frau Klatt ja auch eine ganz entscheidende Rolle bei dieser Recherche gehabt hat. Es war ein Skandal, der schon lange gärte. Wie kam, wo schon auch schon lange ermittelt wurde und verschleppt wurde. Wie kamen Sie darauf, das Ganze nochmal aufzurollen? Also wenn man einen Umweltskandal mit so einem Ausmaß vor der eigenen Haustür hat, dann muss man natürlich gar nicht erst wirklich auf die Idee kommen. Unserem Projekt vorausgegangen waren ja wirklich viele, viele Jahre guter Arbeit von vielen Kollegen in den Lokalredaktionen, auch in mehreren Lokalredaktionen, denn das Problem hat wirklich ein großes regionales Ausmaß. Und insbesondere eben die Kollegin Patricia Klatt, die jetzt heute leider nicht hier sein kann, hat es über Jahre immer intensiv begleitet. Und die Kollegen haben immer wieder erklärt, haben das vorangetrieben. Aber wir waren an einem Punkt, 20 Jahre nach Beginn dieses Skandals, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal einen Punkt schaffen, wo alle Bürger, die das vielleicht mal gehört haben, aber nie wirklich mitbekommen haben oder überhaupt nicht verstehen, was sind per- und polyfluorierte Chemikalien, auch Bürger, die nicht Chemie studiert haben, so wie wir auch natürlich, dass die irgendwo hingehen können und an einem Ort herausfinden können, was bedeutet das? Was bedeutet das für sie in ihrem Leben? Ist das gefährlich? Und da wollten wir ansetzen und eine Übersicht schaffen, die wirklich für alle verständlich ist, angefangen ganz am Anfang bei Adam und Eva und erklärt verständlich, was das alles heißt. Nun sind Investigativrecherchen ja eigentlich ein sehr undankbarer Job, weil man eben keine schnell vorzeigbaren Ergebnisse hat. Man muss lange recherchieren. Sie haben es gerade erwähnt, es ist auch ganz schön komplex. Man kann es nicht schnell aufschreiben. Was hat Sie da motiviert und was haben Sie für Reaktionen bekommen? Die Reaktionen waren tatsächlich ein bisschen wie erhofft. Also es haben viele Leute uns dann angesprochen und gesagt, jetzt habe ich endlich mal verstanden, was dieses PFC heißt, was immer überall im Raum steht. Tatsächlich, die Motivation war vor allem auch im Team dadurch ganz hoch, dass wir uns aufgeteilt haben. Ich glaube, anders wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Wir waren zu dritt. Wir haben immer wieder gesagt, jetzt kümmert sich einer mal um die gesundheitsrechtlichen Fragen. Einer schaut sich vielleicht mal die Justiz und die Aufklärung des Ganzen an. Und dann haben wir dadurch viele verschiedene Puzzlestücke gesammelt und die immer wieder zusammengesetzt, haben viel uns ausgetauscht und hatten dann immer wieder so kleine Erfolgserlebnisse, weil wir plötzlich gemerkt haben, die einzelnen Teile passen zusammen und wir verstehen jetzt plötzlich was Neues. Wir haben wieder ein neues Gesamtbild von der Situation. Und das war ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Vielen Dank auch an Ihre beiden Kollegen. Und das ist auch wirklich optisch sehr interessant aufbereitet. Also ich kann auch nur empfehlen, das nochmal nachzulesen. Dankeschön. Danke. Wer den Lokaljournalistenpreis in den vergangenen Jahren verfolgt hat, dem wird der nächste Preisträger bekannt vorkommen. Wir haben die Redaktion vor 10 Jahren bereits einmal ausgezeichnet. Ihre Arbeit hat damals Maßstäbe gesetzt, die den Journalismus nachhaltig beeinflusst haben. Sie nimmt sich auch dieses Mal in einzigartiger Weise einer Thematik an, wie sie schrecklicher und traumatisierender kaum vorstellbar ist. Mit ihrer Berichterstattung über den Amoklauf in Winnenden am 11. März 2009 hatte die Redaktion des Zeitungsverlags Weiblingen Debatten befördert, die bis heute in Gesellschaft, Politik und Medien nachwirken.
Zum 10. Jahrestag greift sie das Thema noch einmal in einer 15-teiligen Serie auf und erneut wählt die Redaktion einen Weg, der die lokale Berichterstattung fundamental von der überregionalen und internationalen Darstellung unterscheidet. Ihre Maxime, die Opfer und die ihnen nahestehenden Menschen nicht ein zweites Mal zu Opfern zu machen. Nüchtern und sachlich erzählen die Journalisten, was geschehen ist, wie es den Menschen heute geht und vor allem, welche Lehren aus dem Amoklauf gezogen wurden und wo nach wie vor Defizite bestehen. Ein Lehrbeispiel für verantwortungsvollen, professionellen Lokaljournalismus. Wenn wir nun die Redaktion auszeichnen, dann wollen wir auch die Menschen ehren, die bereit waren, die Öffentlichkeit auf ihr Leben blicken zu lassen. Den zweiten Preis für die Serie Der Amoklauf in Winnenden, 10 Jahre danach, erhält der Zeitungsverlag Waiblingen. Für die Redaktion nimmt Peter Schwarz den Preis entgegen. Herr Schwarz, ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, dass Sie auch hierher geschickt wurden, weil Sie schon ein richtiger Routinier, ich darf nicht ins Mikro sprechen, ich habe ein eigenes, weil Sie schon ein richtiger Routinier in der Entgegennahme von Journalistenpreisen sind. Ja, aber mein Chef, der Herr Nipkau, der hat auch schon öfters einen abholen dürfen. Also kein Abstumpfungseffekt. Ich will aber trotzdem kurz erwähnen, dass Sie 2002 schon den Theodor-Wolff-Preis entgegengenommen haben und Sie haben auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung schon einen Preis bekommen, nämlich für eine Jugendseite, die den lustigen Titel hatte, nicht jugendfrei, das war 1998. Genau, das stimmt. Zum Thema Winnenden. So Jahrestage sind, weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, immer eine Herausforderung und dieser ganz besonders, weil man dem Thema, diesem schrecklichen Thema gerecht werden will und gleichzeitig auch vermeiden muss, dass die Leser und Leserinnen das nicht überblättern, weil sie den Eindruck haben, das haben Sie jetzt alles schon öfter gelesen. Sie haben es geschafft, in Ihrer Serie da so wirklich ganz viele Aspekte, die man noch nicht gesehen hatte, aufzugreifen. Und was Frau Groll auch schon erwähnt hat, mit einer ungeheuren Behutsamkeit das Vergangene weitgehend ausgespart, sondern auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft fokussiert. Wie ist dieses Konzept zustande gekommen? Haben Sie da gebrainstormt oder wie ist das abgelaufen? Letztendlich hat sich unser Umgang mit dem Thema hat sich relativ früh nach dem Amoklauf herausgestellt. Ich glaube, der Kernsatz dabei ist, dass uns schnell klar wurde, dass während die überregionalen Zeitungen, die sind 2 Wochen da oder eine Woche und kommen vielleicht an einem Jahrestag wieder und wir sind immer da. Und für uns ist es keine Aufgabe, die uns eine Woche begleitet oder ein Jahr, sondern wir haben bald gemerkt, dass es eine Jahrzehntaufgabe ist. Und dadurch waren wir eigentlich permanent im Lauf dieser Jahre immer wieder am Thema dran. Wir mussten uns an jedem Jahrestag im Prinzip der Aufgabe stellen, dass wir nicht immer wieder all das erzählen und wieder aufwühlen, was die Leute eben wissen, sondern dass wir versuchen müssen, auch nach vorne zu blicken, neue Geschichten zu erzählen, Geschichten, die auch ein bisschen Mut machen. Und deshalb mussten wir da jetzt nicht so ganz viel brainstormen für die Aufgabe, das nach 10 Jahren nochmal anzugehen. Wir mussten einfach nur ein bisschen den Akzent insofern verändern, dass wir tatsächlich schon auch nochmal erzählen mussten, was war überhaupt. Weil an der Albert-Will-Realschule in Winnenden ist eine ganz neue Schülergeneration. Viele Leute sind in Rems-Murr-Kreis neu hinzugezogen. Und wir mussten schon auch nochmal sozusagen ganz gesichert erzählen, was ist eigentlich passiert. Und dann beim Blick nach vorne hatten wir natürlich unheimlich viele Kontakte, die wir uns im Laufe der Jahre aufgebaut hatten und die auch tragfähig waren, weil wir das Vertrauen nicht missbraucht hatten von Angehörigen, von Opfern und die dann einfach nochmal bereit waren, mit uns auch zu reden. Nun stellen solche schrecklichen Ereignisse immer Journalisten immer vor ein Dilemma, nämlich dass man auf der einen Seite, dass es einen großen
ein großes Bedürfnis nach Berichterstattung gibt und auf der anderen Seite man eben aufpassen muss, dass man durch die journalistische Arbeit nicht auch noch den Schmerz und den Schaden vergrößert. Beim Amoklauf besonders groß die Herausforderung, wie geht man mit dem Täter um, wie zeigt man ihn, weil wir von der Amokforschung ja wissen, dass das auch inspiriert. Was wäre denn da Ihr Rat an die Kollegen in so einer Situation, wie sie das ausbalancieren können? Also wir haben danach auch gelernt. Ich kann mich gut an die erste Woche und die Debatten bei uns im Haus erinnern. Und ganz grob gesagt geht es auch irgendwie um die Frage, sind wir zurückhaltend, sind wir fair, sind wir dezent oder sind wir, wenn wir das machen, das Verschnarchte bei uns im Schwäbischen, Sie hören es, wo wir über euch herkommen, heißt es Käsblättle, sind wir das verschnarchte Käsblatt, das all das nicht hat, was die größeren Zeitungen und Magazine haben. Und da haben wir gelernt, von Tag zu Tag, wir hatten in der ersten Ausgabe, am Tag danach hatten wir ein Bild des Täters im Blatt und haben dann einfach auch dazugelernt und das war bis heute das einzige Bild, das wir da veröffentlicht haben. Also wir haben da auch relativ schnell gelernt. Ratschläge. Also ich glaube, ein Ratschlag, der mir wichtig ist, ist, dass man ohne, dass man die Angehörigen von Opfern von Gewaltverbrechen zu Wort kommen lassen soll. Dass man nicht in den Vorgarten latscht und an die Küchenscheibe klopft und fragt, wie fühlen sie sich. Dass man aber auch nicht aus der Haltung, wir wollen ja zurückhaltend sein, überhaupt keine Möglichkeit zur Gesprächsanbahnung schafft. Ich glaube, das wäre beides falsch. Man darf sie nicht überfallen, aber die Leute haben ja was mitzuteilen. Mhm. Viele haben auch das Bedürfnis, dass ihre Sicht der Geschichte vorkommt. Und die Gelegenheit sollte man geben. Und da gibt es so ein paar Grundregeln, die sich bei uns bewährt haben. Eine lautet zum Beispiel, dass wir solche Texte, wo Leute was ganz Intimes erzählt haben, zum Gegenlesen gaben. Machen wir überhaupt nicht gern. Und immer wenn Politiker aus Berlin zum Redaktionsgespräch kommen und dann am Ende sagen, ja, und sie schicken ja dann die Zitate uns zum Autorisieren zu, gibt es jedes Mal einen Streit, wenn wir das eigentlich grundsätzlich ablehnen. Aber in dem Fall hat sich es einfach bewährt, um den Leuten zum Beispiel die Sicherheit zu geben, dass ihre Geschichte ihnen nicht aus der Hand gerissen wird, dass sie sich nicht wiedererkennen in ihren Texten. Und da gibt es so ein paar handwerkliche Regeln, vielleicht erst über einen Anwalt, der eine Familie vertritt, anzufragen und nicht einfach anzutelefonieren. So ein paar ganz einfache handwerkliche Regeln eigentlich, die sich sehr bewährt haben. Und das merkt man den Texten auch an. Vielen, vielen Dank und auch hier nochmal einen Gruß an das ganze Team, was jetzt wahrscheinlich zuschaut. Dankeschön. Bildung ist ein Bereich, dessen politische, gesellschaftliche und ökonomische Relevanz lange unterschätzt worden ist. Dabei ist Bildung buchstäblich der Schlüssel zur Welt. Bildung bedeutet weit mehr als Lesen, Schreiben, Rechnen. Sie umfasst unter anderem die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich auf andere Menschen und Lebenswelten einzulassen. Sie zielt auf die Kompetenz, auf der Basis gemeinsamer Werte Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und die Art und Weise mitzugestalten, wie wir in diesem Land jetzt und in Zukunft leben wollen. Der Grundstein dafür muss sehr früh gelegt werden. Wie schnell sonst eine ganze Generation auf der Strecke zu bleiben droht, das haben Kinder, Eltern und Pädagogen in diesem Jahr schmerzhaft erfahren müssen. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich die herausragende Leistung der ersten Preisträgerin umso deutlicher ab. Der Ausgangspunkt waren immer zahlreicher werdende Berichte über Gewaltvorfälle an Grundschulen. Aber wie stellt sich Gewalt konkret dar und wie begegnet man ihr? Dana Rundke ist Reporterin beim schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag SAZ. Sie begleitete ein halbes Jahr lang einmal wöchentlich die dritte Klasse einer Grundschule, die als Brennpunktschule gilt. Ihre multimediale Serie beleuchtet einen Mikrokosmos, in dem Kinder mehrerer Nationen mit unterschiedlicher sprachlicher, emotionaler und sozialer Kompetenz zusammenkommen und in dem vor Lesen, Schreiben, Rechnen erst einmal Grundlagen für das Zusammenleben erlernt werden müssen.
Ohne die gebotene journalistische Distanz zu verlieren, zeigt die Autorin mit großem Einfühlungsvermögen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beispielhaft die Herausforderungen und Chancen, Erfolge und Rückschläge, denen Schüler, Lehrer und Eltern tagtäglich gegenüberstehen. Das Projekt setzt sich auf Basis einer außergewöhnlich fundierten Recherche und unter klugem Einsatz multimedialer Darstellungsformen mit einem hochrelevanten gesellschaftlichen Thema auseinander. Herausragender Lokaljournalismus. Der erste Preis geht an Dana Runke vom schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag SAZ für das multimediale Langzeitprojekt »Man kann nicht jedes Kind retten, wie eine Grundschule gegen Gewalt unter den Kleinsten kämpft.« Bitte schön. Frau Runke, als ich gelesen habe, dass Sie 21 Wochen unterwegs waren in dieser Grundschule, in der dritten Klasse, einmal die Woche, manchmal sogar mehrmals die Woche, ich muss mich dran gewöhnen, da habe ich gedacht, die erste Frage war, wie hat sie das gemacht, dass in Zeiten, in denen der Druck auf die Redaktion immer stärker wird, die Personal abgebaut wird, dass sie 21 Wochen diese tolle Recherche machen konnte? Ja, das ist natürlich wirklich nicht selbstverständlich. Ich hatte das Glück, dass ich mit einem Team vom HH Lab, also unsere Redaktion für Forschung und Entwicklung, zusammenarbeiten konnte und die Geschichte im Prinzip Teil eines Forschungsprojekts war, wo es darum ging, wie digitales Storytelling eigentlich aus Nutzersicht funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt war Joachim Dreikluft noch Chefredakteur vom SAZ.de und auch vom HH Lab und der konnte die Kapazitäten dann so einteilen und das war das große Glück. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank dafür, dass ich das machen konnte und für das Vertrauen. Weil das war nicht selbstverständlich, aber für die Geschichte eigentlich unumgänglich, weil ich wollte ja gerade die Entwicklung der Kinder auch darstellen und zeigen, auch wie macht sich beispielsweise dieser Lehrer neu an der Brennpunktschule und dafür musste ich einfach lange da sein, zumal wenn ich einmal da bin, glaube ich auch nicht so authentisch den tatsächlichen Schulalltag mitbekommen könnte. Herr Turner, das ist ja eigentlich das, was Sie vorhin auch angesprochen haben. Ne? So eine Verbindung, die wir viel öfter suchen sollten, zum Beispiel hier mit der technischen Seite, mit der wissenschaftlichen Seite. Sie werfen einen richtigen Blick in die Seele dieser Schule, in die Seele der Schüler und auch der Lehrkräfte. Und da habe ich mich auch gefragt, wie haben Sie das geschafft, dieses Vertrauen herzustellen? Also der Recherche ging auch schon so ein bisschen viele Gespräche voraus. Mhm. Also bevor ich in den Herbstferien angefangen habe, habe ich schon vor den Sommerferien mit dem Schulleiter das erste persönliche Gespräch gehabt, was sehr gut war, also wo sich auch gleich zeigte, ja, da ist einer, der hat wirklich Interesse daran und der ist offen. Und ich habe aber auch signalisiert, dass natürlich alle Bedingungen erstmal zur Diskussion stehen und dass alles, was journalistisch noch Sinn macht, ich mich natürlich nach dem richte, womit sich die Schule wohlfühlt. Also kam natürlich Anonymisierung, war natürlich dann ein Thema. Und er hat auch Wert darauf gelegt, alle an Bord zu holen. Es gab also dann nach den Sommerferien noch, habe ich teilgenommen an einer Lehrerkonferenz, habe mich da vorgestellt, das Thema präsentiert, mit der Elternvertretung gesprochen und letztendlich sogar auch war dem Rektor es wichtig, noch grünes Licht vom Ministerium sogar einzuholen. Also es stand insofern schon auf einer ganz guten Basis und ich habe es auch so gemacht, dass ich natürlich gesagt habe, bevor irgendwas veröffentlicht wird, kann drüber gelesen werden und nachher ist es natürlich auch trotz aller nötiger journalistischer Distanz auch zwischenmenschlich muss es stimmen, weil der Rektor hat mir tatsächlich ja sehr persönliche Dinge später erzählt, die wichtig waren, aber um diesen Menschen kennenzulernen und zu porträtieren und das war natürlich wichtig und bei den Kindern ist es so, Kinder sind ja generell sehr aufgeschlossen, die einen waren da sofort haben mich in der Klasse um Hilfe gebeten, da war ich dann Frau Dana. Die anderen brauchten ein bisschen länger, aber dafür war es dann eben auch wichtig, so lange
an der Schule zu sein, damit es so eine Normalität wird. Die Mühe hat sich gelohnt, wunderbares Ergebnis, und ich kann auch da nur empfehlen, sich das anzuschauen, weil es ist auch in der Aufbereitung außergewöhnlich mit ganz tollen Zeichnungen von Frau Geißler zu finden. Also das ging wirklich auch nur in diesem großen Team, so viel Input und diese multimediale Aufbereitung, also eine super Teamarbeit. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal. Die Jury ist ja allen beschriebenen Problemen und Krisen des Lokaljournalismus zum Trotz davon überzeugt, dass Journalismus, lokaler Journalismus, eine Zukunft hat, eine großartige Zukunft. Wenn man auf die nächsten Preisträger schaut, werden Sie den Beleg dafür gleich nachvollziehen können. Vor wenigen Tagen haben wir zum 30. Mal den Tag der Deutschen Einheit begangen. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Volontärspreises sind kaum älter als die Vereinigte Bundesrepublik. Alle sind nach 1989 aufgewachsen. Einige haben ihre Wurzeln im Osten, einige im Westen. Für ihr Projekt ist dies die ideale Konstellation, weil sie mit einer ganz besonderen Mischung aus Unbefangenheit, persönlicher Nähe und notwendiger Distanz auf ihr Thema blicken können. Es ist überhaupt bemerkenswert, wie intensiv sich gerade junge Menschen mit der jüngsten deutschen Geschichte befassen. Der Jury lagen unter den insgesamt 47 Einreichungen für den Volontärspreis weitere sehr gelungene Einsendungen zu dieser Thematik vor. 3 Zeitungen, 1 Projekt. 22 Volontärinnen und Volontäre schauen 30 Jahre nach dem Mauerfall mit Ostblick und Westblick auf unser Land. Was sie sehen, erleben und erfragen, fließt in ein 60-seitiges Wendemagazin, das auch buchstäblich zum Umdrehen gedacht und in beide Richtungen lesbar ist. Das Konzept überzeugt, ebenso die differenzierte, von schnellen Vorurteilen freie Auseinandersetzung mit der Frage, wie es um das Zusammenwachsen von Ost und West heute bestellt ist. Eine gelungene Kooperation der jüngsten Journalistengeneration über mehrere Zeitungstitel hinweg, eine deutsch-deutsche Begegnung der besonderen Art. Das alles facettenreich, sorgfältig recherchiert, frisch präsentiert, rundum gelungen. Für ihr gemeinsames Wendemagazin Ein Land zu 30 Jahren Mauerfall geht der Volontärspreis 2019 an die Volontäre der Lausitzer Rundschau, der Märkischen Oder-Zeitung und der Südwestpresse. Ich bitte nacheinander je einen Vertreter der beteiligten Zeitungen nach vorn den Preis entgegenzunehmen. Den Anfang macht Josephine Japke von der Lausitzer Rundschau. Am Ende des Abends habe ich es verstanden. Sie haben gesagt, die Arbeit am Projekt hat Sie ernüchtert und ermutigt zugleich. Was hat Sie ernüchtert und was hat Sie ermutigt? Ich glaube, ernüchtert hat mich die Tatsache, dass ich während der Gespräche mit den Protagonisten unserer Geschichten festgestellt habe, dass die Mauer in den Köpfen bei vielen doch noch sehr stark vorhanden ist, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall. Und da ich selber nach der Wende geboren wurde, hat mich das überrascht, weil es mir eigentlich nicht so geht. Und ermutigt? Ermutigt hat mich aber gleichzeitig dieser Kreis von 22 sehr jungen Redakteurinnen und Redakteuren, die wirklich mit aller Mühe versuchen, diese Mauer eben abzubauen und dafür auch Distanzen und vielleicht auch Vorurteile, die wir selber hatten oder Dinge, die wir voneinander nicht wussten, haben wir uns einfach kennengelernt und zusammengesetzt und darüber gesprochen und gemerkt, wir haben die Mauer nicht mehr oder wir leben die Mauer nicht mehr und haben dadurch sehr viel Glück und auch sehr viele Möglichkeiten, die wir nutzen können in unserer Zukunft. Vielen Dank. Und als nächstes bitte ich Annika Funk von der Märkischen Oder-Zeitung.
Frau Funk, auch von Ihnen habe ich ein interessantes Zitat über dieses Projekt und was es bei Ihnen ausgelöst hat, gelesen. Nämlich, Sie haben gesagt, es hätte Ihre Identität als Deutsche verändert. Ja, wenn man mich vor dem Projekt gefragt hat, ob ich ein Ossi oder ein Wessi bin, dann habe ich eigentlich immer geantwortet, naja, ich wohne östlich von Berlin, also bin ich ein Ossi. Ich habe darüber nie wirklich nachgedacht und das ist wie so ein Erbe, was ich von den Generationen weitergereicht bekommen habe, ohne es ausschlagen zu können. Und ja, für mich war das eigentlich immer eher so ein geografischer Begriff. Ich habe mir darüber, wie gesagt, keine Gedanken gemacht und war dafür umso erschrockener, dass wir auf Protagonisten getroffen sind, vor allem während der Videoumfragen, die wir im Rahmen des Projekts gemacht haben zwischen Frankfurt, Oder und Berlin. Da waren Leute, die sind teilweise noch deutlich jünger als wir gewesen, die dieses Ost-West noch total gelebt haben, die diese Vorurteile und Mauern in den Köpfen noch aufrechterhalten haben. Und damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren und habe dafür deshalb für mich beschlossen, dass ich in Zukunft, wenn ich mal wieder vor die Frage gestellt werde, Ossi oder Wessi, dass ich dann antworte, dass ich ein Einheitskind bin. Sehr schön, vielen Dank. Für die Südwestpresse nimmt Katrin Stahl den Preis entgegen. Sie kommen von der Südwestpresse. Was haben Sie im Zuge dieser Arbeit über den Osten gelernt? Ja, also erstmal muss ich sagen, eigentlich würden wir gerne hier mit 22 Leuten auf der Bühne stehen. Ja. Und auch gern hatten wir geplant, beim Brandenburger Tor gemeinsam anzustoßen auf die deutsche Einheit und auf den Sieg. Das natürlich ist nicht möglich, aber ich finde, es zeigt auch einfach, wie sehr uns dieses Projekt zusammengeschweißt hat aus drei Zeitungshäusern, die ja doch geografisch weit voneinander weg liegen. Zu Ihrer Frage, also wie meine Kollegen aus Ulm und der Umgebung bin ich auch im Westen geboren, aufgewachsen, alles nach der Wende. Aber man kann natürlich sagen, was geht mich das Ganze an, die DDR, der Osten, die Wende. Das Projekt hat mir auf jeden Fall gezeigt, ja, das geht uns enorm viel an, jetzt auch noch, auch 30 Jahre nach der Einheit. Und für unser Projekt haben wir ein halbes Jahr recherchiert, wir haben uns zusammengesetzt, wir waren in Hitzacker, wir waren in Zwickau, wir haben unheimlich viele Menschen kennengelernt. Und deswegen muss man sagen, es ist heutzutage immer noch enorm eine große Verantwortung, darüber zu reden, darüber zu schreiben. Und unsere Lebensgeschichten sind ja doch irgendwie nachher wieder verknüpft. Und das habe ich rausgefunden. Deswegen wäre es der Dank auf jeden Fall auch an unsere drei Medienhäuser, dass das funktioniert hat. Aber vor allem auch an die Protagonisten, die sehr offen und ehrlich mit uns umgegangen sind. Halten Sie eigentlich untereinander noch Kontakt? Geht es irgendwie noch weiter? Oder ist das genau, also wie gesagt, heute wäre ja dann der große Akt gewesen, wenn wir es auch noch mal sehen. Aber auf jeden Fall, die Kontakte sind da. Und ich hoffe mal, dass wir das dann vielleicht in einem anderen Zeitpunkt ist auch noch mal im realen Leben dann sehen werden. Vielen Dank, Sie sind alle würdige Vertreterinnen dieses Projekts. So, meine Damen und Herren, zum Schluss dieser Preisverleihung habe ich Dank vorzutragen, vor allen Dingen an all diejenigen, die nicht nur in diesem Jahr, sondern überhaupt in den 40 Jahren dieses Journalistenpreises daran ganz unmittelbar beteiligt gewesen sind. Ich will das mit einem Vorschlag und einer Einladung verbinden. Zunächst also zur Abteilung Dank. Also ich bin ja schon ganz erleichtert, Herr Thorner, dass Sie bei Ihrer Doppelansage, es gäbe jetzt seit 40 Jahren eine Krise des Lokaljournalismus und seit 40 Jahren gäbe es diesen Preis, nicht die naheliegende Kausalität hergestellt haben. Seit es diesen Preis gibt, gibt es eine Krise des Lokaljournalismus, sondern umgekehrt die einzig zutreffende Schlussfolgerung hier vorgetragen haben. Wir haben frühzeitig bemerkt, da gibt es vielleicht ein Problem. An dieser Stelle vielleicht sogar noch komplizierter als an anderen Stellen im Mediensystem. Und deswegen wollen wir unseren kleinen, bescheidenen Beitrag dazu leisten, mit diesen Herausforderungen fertig zu werden. Jedenfalls gibt es hier eine Reihe Indizien dafür, dass das auf dieser Strecke, ich will jetzt nicht sagen rundherum gelungen ist, aber eben diese Beiträge ermöglicht hat. Vorhin ist in der filmischen Übersicht schon deutlich geworden, wie sehr sich doch in der Rückbetrachtung erkennen lässt, dass es so etwa dekadenweise deutlich unterschiedliche thematische Schwerpunkte gegeben hat, auch unterschiedliche methodische Entwicklungen im Lokaljournalismus gegeben hat.
Nun bilden wir uns natürlich nicht ein, wir hätten die alle erfunden und hätten die durch unsere Preise gesetzt. Aber ganz offenkundig hat die Art der Auswahl der jeweiligen Jurys mit der Ermutigung von Konzepten von Lokalzeitungen über diesen Zeitraum hinweg sehr dazu beigetragen, bestimmte Trends vielleicht zu stabilisieren, bestimmte neue Ansätze der Einbeziehung von Lesern, des auf die Land oder durchs Land zu fahren oder in den Städten auf den Marktplätzen oder wo auch immer mit eigenen Angeboten und Nachfragen aktiv zu werden, dies zu ermutigen und zu befördern. Über diesen großen Zeitraum ist eben auch eine riesige Zahl von interessanten, nicht ausnahmslos, aber zu einem beachtlichen Teil auch preiswürdigen Arbeiten zu besichtigen gewesen. Und allein die schiere Zahl von 14.000 Einsendungen in 40 Jahren macht ja deutlich, dass da nicht mal eben irgendeiner sozusagen über eine mehr oder weniger gut sortierte Presseschau durch Zuruf entschieden hat, das oder jenes erscheint uns preiswürdig, sondern wir haben Jahr für Jahr aus einer großen Zahl von potenziellen für den Preis in Frage kommenden Preisen diejenigen identifiziert, die uns oder besser gesagt der Jury aus unterschiedlichen Gesichtspunkten in den verschiedenen Zeiträumen besonders herausragend erschienen sind. Und bis auf den technischen Teil des Zusammenstellens, des Aufbereitens, des Zusendens hält sich die Stiftung, wie es sich gehört, aus der Identifizierung der Preisträger heraus. Das verbindet im Übrigen den Lokaljournalistenpreis mit unserem Literaturpreis. Da ist es ganz genauso. Wir nehmen den Vorschlag der Jury hochachtungsvoll zur Kenntnis und treffen dann die Vorbereitungen, um ihn in angemessener Weise zu verleihen. Aber wir konkurrieren nicht mit der Jury in der Beurteilung dieser oder jener denkbaren Präferenz. Deutlich wird durch die Dauer, in der dieser Preis jetzt vergeben wird und die große Anzahl von Bewerbungen, die es Jahr für Jahr gibt, im letzten Jahr ja auch wieder weit über 350, dass das eine enorme Aufgabenstellung für die Mitglieder der Jury ist. Und deswegen möchte ich denen ganz besonders herzlich danken. Nicht nur, weil heute ein Jubiläumsjahrgang ist, sondern weil heute auch die Amtszeit der Jury zu Ende geht, weil es zu den Regularien dieses Preises eben auch gehört, dass wir nicht über viele Jahre oder per omnia saecula saeculorum die gleichen Juroren den gleichen Preis vergeben lassen, sondern immer mal wieder andere mit einem anderen neuen Blick über dieses Thema oder auf dieses Thema sehen lassen. Deswegen möchte ich jetzt virtuell all denjenigen danken, die über 40 Jahre in dieser Jury tätig gewesen sind, aber besonders natürlich denjenigen, die es jetzt in den letzten Jahren getan haben, mit Frau Groll an der Spitze und von den Mitgliedern der Jury, die vorhin ja auch schon mal vorgestellt worden sind, möchte ich Sie, Frau Groll und Hans-Josef Vogel und Peter Pauls, noch mal vorne auf die Bühne bitten, um mich bei Ihnen für Ihre Jurytätigkeit zu bedanken. Bitte? Ja, das können wir sozusagen in einer informellen Prozession gut regeln, zumal der Hans-Josef Vogel immer noch ein bisschen Probleme mit seinen Beinen hat. Ich hatte gehofft, das wäre inzwischen, du sicher auch, längst erledigt. Also ich habe Ihnen als kleine Erinnerung an den heutigen Tag und als kleines Zeichen unseres Respekts und unserer Wertschätzung etwas mitgebracht, was Sie zu Recht als Printprodukt vermuten. Das ist nachweislich ein Printprodukt. Aber wegen des, wie ich höre und lese, doch ziemlich ausgeprägten Trends zu mehr Bildern als endlosen Textwüsten, haben wir uns für einen Bildband entschieden, der aber wiederum was mit einer Zeitung zu tun hat und der über Bilder Zeiten in Erinnerung ruft, so heißt auch der Bildband, und zufällig ziemlich genau die 40 Jahre, an die wir heute auch erinnern. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank und ich hoffe, Sie haben daran auch ein bisschen Freude. Herr Paus, vielen Dank.
liebe Frau Groll, wenn ich Ihnen auch noch einen kleinen Blumenstrauß in die Hand drücken darf, mit besonders herzlichen Dank für Ihre Ansätze. Aber gerne. Ganz kurz im Namen der Jury auch an Sie, Herr Professor Lammert, Dr. Blind, und das Team, das dahinter steht, das viel größer ist als das, was wir hier ahnen und sehen heute, einen ganz herzlichen Dank seitens der Jury ausrichten. Wir hätten unsere Arbeit, glaube ich, in dieser Kontinuität, in dieser würdigen einzusagen Qualität nicht machen können ohne diesen Rückhalt. Herzlichen Dank dafür. Der zweite Dank gilt dem Festredner, der uns heute Abend trotz oder wegen einer besonders kurzen Vorbereitungszeit mit einer Reihe von interessanten Einsichten konfrontiert hat. Ob es sich dabei um unbequeme Wahrheiten handelt, Frau Wollstein, da bin ich nicht ganz so sicher. Jedenfalls lassen sich aus gesicherten Beobachtungen auch ungesicherte Schlussfolgerungen herleiten. Und ob es sich bei diesen um vermutliche oder tatsächliche Wahrheiten handelt, das sollte man vielleicht noch mal etwas genauer untersuchen. Jedenfalls will ich das zum Anlass eines Vorschlages machen. Er hat ja großzügigerweise zugesagt, er käme in 40 Jahren noch mal wieder und erzählt uns dann, was von seinen heute vorgetragenen Befürchtungen deswegen eingetreten ist, weil wir uns nicht darum gekümmert haben. Das ist mir ein bisschen zu spät. Zumal ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich in 40 Jahren noch zur 80. Preisverleihung des Lokaljournalistenpreises einladen kann. Deswegen mache ich jetzt mal einen Vorschlag. Wenn Sie mir zusagen, dass Sie dabei sind, sage ich Ihnen zu, dass wir einen Workshop oder eine Fachkonferenz zu den von Ihnen angesprochenen und anderen benachbarten Themen organisieren, unter Einbeziehung der journalistischen Nachwuchsförderung und der Kriterien, unter denen eine solche stattfinden sollte, um uns mit den erkennbaren Herausforderungen zu beschäftigen und damit vielleicht über die Auszeichnung von besonders gelungenem Lokaljournalismus hinaus auch einen Beitrag zur Entwicklung dieses Themas im Ganzen zu leisten. Und ich möchte im Übrigen, wenn wir hier schon bei der Abteilung Dank sind, insbesondere zwei Namen noch erwähnen, ohne die es diesen Preis gar nicht gäbe. Das ist der damalige Pressesprecher der Adenauer Stiftung, Herr Dr. Geusen, der inzwischen längst verstorben ist. Und Dieter Gollombeck, der heute eigentlich auch dabei sein wollte, dann aber mit Blick auf sein Alter und die obwaltenden, erschwerten Bedingungen auf die Reise hier nach Berlin verzichtet hat, der in nicht weniger als 34 von 40 Jahren diesen Preis betreut hat, der ganz wesentlich auch seine Handschrift trägt. Das schließt im Übrigen nicht aus, weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft, dass sich auch dieser Preis verändert. Das ist jetzt heute nicht im Einzelnen dargestellt worden, aber man könnte im Übrigen deutlich machen, wie im Laufe der Jahre sich sowohl die Anzahl der Preise wie die Auslobung der Preise verändert hat. Das halte ich auch für die nächsten Jahre nicht für ausgeschlossen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar für zweckmäßig. Jedenfalls sollte man auch und gerade in Jubiläumsjahren der Versuchung tapfer widerstehen, die insgesamt eindrucksvolle Erfolgsgeschichte unter Denkmalschutz zu stellen und zu sagen, genau so muss es jetzt auch die nächsten 40 Jahre weitergehen. Und ganz zum Schluss, selbst die neuerlich etwas restriktiveren Berliner Vorgaben für die Zulassung solcher öffentlicher Veranstaltungen schließen nicht gänzlich aus, dass man nach Schluss der Veranstaltung sich nicht noch mit dem gebotenen Abstand miteinander in Verbindung halten und setzen kann. Deswegen laden wir zu einem kleinen, bescheidenen Umtrunk mit alkoholfreien Getränken und ein paar Brezen ein. Wer das von Ihnen jetzt in seinem Zeitplan für den heutigen Abend noch einrichten kann, ist dazu herzlich eingeladen. Nochmal vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Wir bleiben sicher in unterschiedlichen Rollen alle an dem Thema dran. Einen guten Abend noch. Mir bleibt nur noch ganz kurz, Sie darauf hinzuweisen, dass alles, was Sie über den Deutschen Lokaljournalistenpreis wissen wollten, aber bislang noch nicht gefragt haben, Sie finden es in dieser Broschüre.
und nicht nur einen historischen Überblick, sondern eben auch die Karte mit der Verteilung, die wir im Film schon gesehen haben, und viele kluge Beiträge zur Zukunft des Journalismus. Die Broschüre liegt am Ausgang aus, und für diejenigen, die uns im Livestream zuschauen, Sie können sie natürlich unter www.kas.de herunterladen. Dann Ihnen allen nochmal ein Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, hier mit uns die Preisträger und Preisträgerinnen geehrt haben. Ihnen ein Dank, dass Sie zugeschaltet haben im Livestream. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bitte setzen Sie noch mal die Maske auf, wenn Sie rausgehen, und bleiben Sie alle gesund.